Raghuram Rajan, Faultlines, Verwerfungen. Rajan beschreibt in seinem Buch, wie ich finde, erstklassig, warum wir jetzt quasi nach der Weltkrise, nach der Weltwirtschaftskrise, nach der Finanzkrise quasi noch nicht am Ende sind. Er sagt, wir haben fundamentale Unterschiede, Verwerfungen, Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen Volkswirtschaften, zwischen den verschiedenen Systemen, wie es zum Beispiel in Europa herrscht, wie es in Asien herrscht, wie es in Amerika quasi zelebriert wird. Und diese Ungleichgewichte werden uns quasi auf Dauer einfach auf die Füße fallen. Wir haben Länder, die irrsinnig arm sind, das heißt, wir haben Länder, die sehr, sehr reich sind, wir haben Länder, die irrsinnig viel konsumieren, quasi mehr als sie auch selber erwirtschaften, am Beispiel der USA, wo die Leute einfach mehr ausgeben, als sie quasi verdienen. Wir haben Länder, die in China, die vielleicht viel zu viel sparen, dafür aber den USA ganz viel Geld leihen. Das birgt auf Dauer einfach Konflikte. Und Rajan zeigt einfach in seinem Buch auf, wo sind die Probleme, die auch vielleicht nach der Finanzkrise haben und was vielleicht auch am allerwichtigsten, er sagt auch, was können wir dagegen tun? Es ist ja eine Sache zu sagen, ich benenne die Probleme, aber die andere Sache ist, was biete ich für Lösungen an? Und ich finde, er ist prädestiniert dafür. Er war lange, lange Jahre Chefökonom beim Internationalen Währungsfonds und zeigt quasi in seinem Buch erstens, wie sieht es aus, was können wir dagegen tun und was muss quasi seitens der Politik, der Gesellschaft und der einzelnen Menschen einfach passieren. Neue Chancen in China. Hans-Joachim Fuchs ist der Experte in Sachen China. Er ist quasi Geschäftsführer der China Consulting AG und beschäftigt sich quasi seit 20, 25 Jahren ausschließlich mit dem Thema Investment in China. Er verbringt die Hälfte seines Jahres quasi in China direkt, berät dort Unternehmen, die schon in China investiert haben und ist quasi dementsprechend einfach jemand, der sich irrsinnig gut auskennt, sei es im Geschäftsleben, in den Bräuchen, in der Kultur, einfach das ganze Verständnis, wie funktioniert so ein Land. Herr Fuchs hat schon die China AG geschrieben, hat jetzt quasi sein neue Chancen in China. Und was dieses Buch bietet, ist zum einen, ich als Unternehmen, wie investiere ich in China? Was mache ich? Was muss ich beachten? In welche Region soll ich vielleicht gehen? Welche Branchen sind wichtig? Welche Segmente sind für mich vielleicht interessant? Was gibt es für Kunden dort? Die Kundenstruktur ist in China ganz anders als quasi in europäischen oder amerikanischen Märkten. Und darauf muss ich irrsinnig aufpassen. Und quasi genau das bietet Herr Fuchs für Unternehmen. Andererseits kann man aus dem Buch auch als quasi Privatanleger eine Menge rausziehen, weil man einfach so ein Gefühl dafür kriegt, wie ticken die Chinesen? Wie tickt China? Was sind vielleicht Branchen, in die ich auch als Privatmann investieren kann, sei es über irgendwelche Indizes oder direkt auch Aktien und kriegt einfach so ein ganz gutes Gefühl, was passiert da drüben gerade, warum ist vielleicht China die nächste große Weltmacht und wie kann ich quasi als Privatanleger von dem auch profitieren. Henry Minzberg, Strategy Safari, ist das wahrscheinlich umfangreichste Werk zum Thema Strategie, das heißt strategisches Management bedeutet, was bedeutet Strategie für mich? Für mich als Unternehmen, für meine Lieferanten, für meine Kunden, für meine Mitarbeiter. Und Minzberg ist beim Thema Strategie genauso wie Michael Porter einer der ganz, ganz großen Doyens. Und er schafft es quasi auf diesen 550 Seiten, dieses Thema Strategie von allen Seiten zu beleuchten und findet auch, wie ich finde, einen extrem guten Zugang zu diesem Thema. Und zwar beschreibt er quasi die Suche oder das Begreifen einer Strategie so ein bisschen, wenn Blinde einen Elefanten betasten. Man nimmt immer nur so ein Teil wahr, das Bein wird so als Baum wahrgenommen, der Rüssel wird so als Wasserschlauch wahrgenommen, aber dieses große Ganze, den Elefanten, erkennt man einfach quasi nicht, weil man sich immer nur so einen kleinen Teil vom Thema Strategie anguckt. Und genau das, finde ich, leistet er mit seinem Buch, dass er wirklich von A bis Z beschreibt, was ist eine Strategie, was bedeutet die für mich, wie gehe ich damit im Unternehmen um, im Alltag. Und das, finde ich, hat er den meisten Leuten, die sich mit dem Thema Strategie beschäftigen, einfach voraus, dass niemand diesen wirklich unglaublich allumfassenden Einblick auf dieses Thema hat. Minzberg ist einer derjenigen, die, wie ich finde, mit Friedman Malik oder Peter Drucker in einer Reihe der großen Management-Vordenker genannt werden können. Und beim Thema Strategie ist er einfach derjenige, von dem ich glaube, dass er mit am meisten Durchblick hat und von dem man wirklich am meisten lernen kann.